meine Uraufführung am Ranwehrstelle. Das ist ein Stück inspiriert von japanischer Autor Haruki Murakami. Das Stück, was ich als Vorlage genommen habe, lag sehr lange in meinem Herz. Und ich habe dieses Mal versucht, auf der Bühne zweite Realität herzustellen, wo emotionale Reise, emotionale Verbindung zwischen Menschen und zwischen Welten, Wirklichkeit und auf anderer Seite, Sehnsucht und Konflikt in Wirklichkeit herzustellen mit unterschiedlichem musikalischen Klang und auch verschiedene bilderhaften Momenten. Ich freue mich dafür, dass eigentlich ich dieses Mal zum ersten Mal mit Videomedia gearbeitet habe, um unterschiedliche Welten, unterschiedliche Bildern, Situationen und Emotionen zu schaffen. Meine Choreografie Sama-sama hat viel mit Umgebungen, Situationen, Konditionen zu tun, die sich durch persönliche Empfindungen und menschliche Verbindungen immer wieder verändern und entwickeln. Im Japanischen kann man das Wortpaar Sama-sama nicht trennen. Es kommt immer auf die Kombination der einzelnen Schriftzeichen an. Sama ist subjektiv, betrifft Empfindungen. Sama hingegen kann einen Zustand bedeuten, aber auch Ort oder Raum, der objektiv existiert. Kurz gesagt, interessiert es mich, was zwischen dem Subjektiven und Objektiven liegt.